Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zu Ape Escape 3, mein absolutes Lieblingsspiel. Heute bekommen wir auch mein Lieblingsgadget, und zwar hier beim Unglücksberg. Mittwochnacht Spezial, exotische Affenreiseziele. Ja, diese Level sind in zwei Bereiche aufgeteilt, es gibt einmal den Berg und dann gibt es so das Himmelsreich. Das Himmelsreich der Engel, wie man da auch schon schwer kennen kann. Richtig cooler Level, richtig schöne Ideen. Ich gebe dir dieses Gotcha-Gerät mit. Dieser Himmelsstürmer bringt dich hoch in die Wolken. Übe in der Trainingsstation hoch zu fliegen. Zur Trainingszone gehen. Diese Musik, ich muss weiter zu tanzen. Und guck mal, wie süß der Himmelsstürmer von Sayaka ist. Herz auf dem Propeller und Herz zum Festhalten. I love it so much. Ja, der Propeller habe ich gerne in den Himmelsstürmer. Richtig cooles Gadget. Gibt's nicht viel zu erklären. Man kann einfach sicherer springen, höher springen, weiter gleiten. Super cool. Gar nicht mehr so wichtig wie in anderen Teilen, weil du hast ja jetzt auch den Ninja. Und mit Hilfe des Wunder-Ninjas kannst du auch gleiten. Das war es schon. Ich hätte gar nicht richtig thematisiert. Ape Escape 2, Ape Escape 1 wäre viel, viel wichtiger als in dem Spiel. Trotzdem, I love it. Ich liebe Himmelsstürme. Ich brauche ihn, ich will ihn. Schöner Soundtrack. Here we go. Himmelsstürme mache ich immer auf die X-Taste und... Ja! Fly high to the sky. Der Himmelsstürmer ist ein Gotcha-Gerät, das es dir erlaubt, in schwindelnde Höhen zu fliegen. Kreise den rechten Analogstick so schnell du kannst. Je mehr du ihn kreist, desto höher und länger kannst du fliegen. Wenn du Probleme hast, zu einem Vorsprung oder so etwas hochzuspringen, ist es Zeit für den Himmelsstürmer. Du kannst dich in der Luft bewegen, indem du den linken Analogstick drückst, während du den rechten Analogstick kreist. Genau, das soll klar sein. Wie gesagt, ist nicht mehr so wichtig in dem Spiel. Aber Vorsprünge hochkommen, kann man natürlich nur mit Hilfe des Himmelsstürmers. Es geht natürlich mit den Ninja Girl. Nicht. Es geht nicht. Warum bin ich jetzt hier extra runtergefallen? Kann es euch zeigen. Kamera. Und Action. Ich habe meine Rettungsleine vergessen. Oh Gott, das war echt ein Albtraum-Szenario von mir. Ich habe mich zu hören Angst und naja, wenn du kletterst und deine Rettungssachen nicht hast. Ich glaube, die retten wir mal lieber. Affe, halte durch, ich rette dich. Oh Gott, stimmt. Die nervigsten Gegner der Ape Escape Geschichte. Oh nee. Oh nee. Diese blöden Bomben. Oh, die sind so nervig. Leute, ich hasse die. Hier ist auch noch ein Affe. Ich weiß jetzt gar nicht, wo dieser Klettertyp ist. Ui, alles gut, komm von oben. Was war die Ukechi? Ukechi. Hast einen Namen. Oh, ich hasse die Gegner so sehr. Sorry, Leute, aber die Bomben machen mich aggressiv. Ja, wo ist der Typ denn? Dieser Kletteraffe, ich sehe ihn überhaupt nicht. Sieht Render Distance einfach nur schlecht für ein Spiel? Ich hoffe es mal. Hier scheint er nicht zu sein. Mann, wo ist er denn? Boah, das macht mich kaputt. Hey, wo ist der Kletteraffe? Na gut, dann lässt er dir erstmal aus. Theoretisch müsst ihr jetzt Affenradar benutzen und ihr wisst ja. Affenradar benutzt ihr erstmal Backtracken. Die fehlenden Affen dann nach und nach einkassieren. Klar, hier brauchen wir das Auto. Ja. Ja. Komm, meine Arme. Chichu. Ah ja. Die besten Namen gibt's nur hier im Unglücksberg. Gott, jetzt kommen die Kanonen ins Spiel. Die kann man lustigerweise auch mit eigenen Geschossen besiegen. Einfach mal zurückklingen. Zwei Treffer. Und die sind Geschichte. Wo ist dieser kletternde Affe jetzt? Ohne Scheiß. Wie soll das sein? Oh, jetzt hab ich den voll rasieren. Das verzeih ich mir nie. Ist ernsthaft, der ist nicht da. Na gut. Soll ich mal sagen, dass die Kanonen auch nervig sind? Weil die kann man, selbst wenn man die an eine Schwachstelle trifft, nicht sofort zerstören. Ach, da bist du. Ich
hab mir Sorgen um dich gemacht. Weißt du was eigentlich? Komm runter. Nein, ich treffe dich. Oh, ist das kacke. So. Kein Rettungsequipment dabei, da rette ich dich. Ich bin dein Rettungsequipment. Gott, da können manche kranke Vorstellungen haben von der Aussage, aber ja. Ich bin es. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass alle Roboter ein T auf den Stirn haben? T wie Dr. Tomoki. Hey, die Stimme kann ich gut nachmachen. Ja, der steckt dahinter. Wer hat für Spectre ganz Roboter produziert? Spectre etwa faul geworden? Spectre selbst war doch ein Roboterproduzent. Er hat doch voll viele Roboter produziert. Sei es jetzt sein Goliath, der gefühlt in jedem Escape auftaucht. Oder andere Roboter. Das ist ein Seltsam. Na was? So, jetzt geht es so ein bisschen in die mystische Epoche. Kriegt man mit der Escape 1 Vibes? Gott, es leckt ein bisschen. Weil hier gibt es Rätsel und antike Mysterien. Ja, eine Kanone ist weg. Gott, ich glaube, ich verwandle mich. Und zwar in Cowgirl Sayaka. Weil ich denke mir so, Geschosse muss ich mit Geschossen zerstören. Komm her, du Scheißding. Und gib mir bitte einen Keks. Ich brauche einen Keks. Gott, ist das Cowgirl schwach. Das meine ich halt. Cowgirl, nicht gerade die beste Verwandlung. Aber hey, ist wenigstens nicht overpowered. Komm her! Cameo, Elements of Power. Dass das eine Spielung ist? Denke ich nicht. Und ich werde hier drauf gehen. Ist ja klar, dass ich drauf gehe, oder? Nee, den Affen lasse ich da. Der ist doof. Der ist kacki. Gott! Unser erstes Ufer. Immer ein wichtiger Teil von Ape Escape. Ist unser erstes Ufer. Oh Gott, und die Ufer sind auch Raketen, Leute. Das finde ich witzig. Oh Gott, alles will mich töten. Was habe ich der Welt getan? Was war das denn? Herzangriff. Komm, Kekse. Ja, Kekse. Bop. Das war Tami. Nee, vor der Affen habe ich Angst. Den lasse ich da stehen. Echt, ich habe richtig Angst vor dem mit seinen komischen Raketen. Und Action. Oh Gott, wir haben die übelste Entdeckung gemacht. Denken die sich so. Sag ja, antike Mysterien. Los, ihr möchtet gerne Indiana Jones. Lasst euch einfangen. Komm schon. Oder muss ich jetzt Magician Girl auspacken. Ja, muss ich. Yay! Magical Girl! Bop! Das war der Poki. Und dieser möchte gerne Indiana Jones folgt sogleich. Oder auch nicht. Hä, wie konnte der dem ausweichen? Der John. Gott, das Problem ist, Fantasy Night, beziehungsweise ja die Magierin, so langsam. Guck mal, ein Schlag braucht 100 Jahre. Schnell weg. Müssen sowieso jetzt Rätsel lösen. Was hat's mit dieser Statue nur auf sich? Ja, wie immer Kisten schieben. Ich glaube, in keiner anderen Ape Escape muss man so viel Kisten schieben wie in dem. Fällt mir gerade so auf. Weißt du, die Ape Escape Trilogy jetzt gerade im Stück spielen? Teil 2 am wenigsten. Schon die alten Griechen und Azteker haben sich gefragt, was mit dir Rätsel auf sich hat. Komm, 8-jähriges Girl, nämlich Sayaka, und löst das Rätsel. Eine Plattform, die uns im Reich Gottes bringt. Und hier mit einem der coolsten Soundtracks ever. Da merkt man wieder den Stil von Suichi Terada, den Komponisten des Spiels. Das ist einfach wieder so typisch für ihn. Das sind so Pits. Das sind echt Pits. Guck mal, die schießen mit Laser aus ihrem Bogen. Wie Pit? In Super Smash Bros. Mann, der ist doof. Oh Gott, okay.
Tanz für mich. Wo ist der? Komm, tanz jetzt für mich. Oh Gott, ist der nervig. Nein, ich hab ihn immer noch nicht. Oh nee. Das sind echt viele schwere Affen. Na komm, na. Das war der Cherube. Heißt Cherube nicht auch irgendwas mit Engel? Oh, ich würde so gerne Kekse bekommen. Mann. Kekse? Oh. Keine Kekse für die Arme, ist es hier. Was ist das kacke? Komm, mein Hassgegner Nummer 1. Nicht mal der gibt Kekse. Ich finde es ein bisschen kacke, dass wir jetzt nicht diesen mega coolen Soundtrack hören. Oh, das ist Erzengel Gabriel. Oh, ich bin fast tot. Ich will nicht sterben. Da hinten gibt es, glaube ich, ein Leben. Weiß ich noch, was das Kekse richtig ein extra Leben. Freuen wir uns. Hi, hi. Nein, das ist doch der Spinner von eben. Lass mich in Ruhe. Das darf ich nicht fangen können, weil er zu overpowered ist. Oh Gott. Ist der Favorite Super Monkey Ball? Ich meine, Monkeys haben wir hier auch, aber. Ist eigentlich der Unterschied zwischen Ape und Monkey? Ist Monkey einfach generell Affe und Ape eher Schimpanse? So ist meine Vermutung. Weil das Wort Ape haben wir im Schulunterricht nie gelernt. Aber dann kam irgendwann so im Englischunterricht das Wort Monkey. Ich so, aber was ist mit Ape? Das heißt doch Ape! Weil ich ja nur Ape Escape konnte. Ape war tatsächlich das erste Wort für Affe, was ich gelernt habe auf Englisch. Einfach wegen Ape Escape. Ich will Kekse. Mann, das ist kacke. Na gut. Vielleicht bekommen wir da oben in der Kuppel ja Kekse. Oh nee, der schießt auch, oder? Hat der auch eine Gun? Oh, wie nervig. Komm, gebt ihr mir Kekse. Ja! Nein! Sie sind Abgrund. Oh nee. Oh, ich hasse die Gegner wie die Pest. Die zünden sich sofort an, selbst wenn ein Täter, zappeln rum die ganze Zeit vor deiner Nase wie so eine Mücke. Und dann sprengen die sich in Luft. Also wenn das nicht die nervigsten Gegner sind. Ist das hier der Todesstern? Ich glaube, hier gab es einen Keks. Keks? Keks? Oh. Nehme ich auch, aber es ist natürlich kein Keks. Oh. Vielleicht werden wir hier drinnen fündig. Das ist tatsächlich der letzte Bereich des Levels. Nein, der hat wieder so einen blöden Laserbogen. Camino. Cool, cool. Hier müssen wir, glaube ich, ein Rätsel lösen. Ich weiß gar nicht, wie das. Oh. Frau hat sich soeben beantwortet. Schalte Rätsel Deluxe. Schön in die Mitte hinstellen, schön zentriert und den Schalter drücken. Und da kommt der Superengel runter. Nee, das ist ein Minotaurus. Nicht ein Minotaurus, ein Zentaure. Halb Pferd, halb Engel. Ja, das ist echt ein Zentaur. Komm mal nur mit dem Helikopter hoch und ich hoffe, du schießt mich jetzt nicht ab. Er hat einen Bogen. Nein, er hat einen Bogen. Soll ich mich verwandeln? Wahrscheinlich schon. Ich tue es aber nicht. Yay! Zentaurus. War das echt nur für den? Was bringt es mir, die Sterne zu schlagen? Fragen über Fragen hier im Reich Gottes. Oh. Leute, ich glaube, ich kann mein Schicksal nicht entrinnen. Komm schon, hier ist was drin. Weil sonst muss ich echt diesen kranken Typen da fangen. Der mich eben schon so gemobbt hat. Bitte nicht. Bitte nicht. Der hat keinen Bogen, den können wir fangen. Ohne Witz. Diese Affen mit den Bögen. Ich hab's Respekt vor denen. Ihr merkt schon. Sind es Engel? Oder ja Bengel? Sie waren nicht lieb. Normalerweise so Engel, Schutzengel, bringt es nur mit guten Sachen in Verbindung. Und diese Engel. Du machst das super. Die waren echt furchteinflößend. Und schon wieder muss man 3 Zafen fangen. Was haben die jetzt mal mit der 13? Unglückszeit, Deluxe. Nee, ohne Scheiß, jetzt gehe ich in die Stadt und hol mir einen Keks. Lasst mich in Ruhe. Ich will nur einen Keks.
Ich will einfach nicht sterben. Luxusgegenstand kaufen. Ja, ich habe einen Schokoladenkeks gekauft. Voll der Luxus. Ich fühle mich wie eine Queen, weil ich einen Schokoladenkeks gekauft habe. Oh Gott. Gott, Leute. Also ich muss echt sagen, wir geben jetzt noch Geld aus. Die Parts werden zu lang. Ich jetzt den Level nochmal sind vorbei. 35 Minuten und Fun Facts. Das war absoluter Lieblingslevel. Wissen Sie, wie ich zur Affenstraße komme? Der hat viele Ideen, so ein bisschen wie Spectre Land in Apescape 1. Und ich muss sagen, der Level ist so toll. Verpasst auf keinen Fall den nächsten Part. Das wird ein Augenschmaus. Teleportkarte Wasserburg. Das waren die Bohrer-Roboter aus der Horrorwelt. Falls ihr euch erinnert. Komm, gib mir endlich das Fernlenk-Auto. Super Saiyan Affen 4. Musik zu der Fantasy-Ritter. Ja. Teleportkarte Tafelburg. Ich will das Fernlenk-Auto. Ich bin Engelsaffe, ja. Mit denen habe ich erstmal genug rumgedammelt. Musik zu dir, erstatter Spaß. Was ist Winterwunderland? Szenenbuch, Kanal 12. Was auch immer das ist. Szenenkarte, Zeierk 1. Jacke mal 3? Oh Gott, die ganze Zeit heu ich rum. Oh mein Gott, ich will kein Leben verlieren. Jetzt bekomme ich einfach 3 extra Leben. Und keep in mind, so ein Leben ist actually 300 Münzen wert. Wir haben für 30 3 Leben bekommen. Tja, alle guten Dinge sind 3. So viel Nien wir bekommen haben, macht das Ganze auch wieder wett. Bombenborg. Schön ist, in der nächsten Welt bekomme auch richtig viele Münzen. Damit ich nach dem nächsten Bosskampf auch wieder wunderschön tatsächlich aufsteigen kann, was die Morph-Energie betrifft. Und da bekomme ich die Aki-Karte. Okay, supi. Tja, das Fernlenk-Auto habe ich jetzt trotzdem nicht bekommen. Das macht mich sad. Mann, na gut. Gut, den Rest fahren wir uns auf. Ja, Leute, das war ein eher kürzerer Part, aber lieber ein 20-Minuten-Part als ein 35-Minuten-Part Ape Escape 3. I guess. Viel Spiel und nicht rushen. Guck mal, wir haben schon 119 Affen. Ob es ja auch wieder 300 gibt wie in Teil 2? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja. Gut, ihr Lieben. Also mein Lieblingslevel, wirklich mein Lieblingslevel vor allen Ape Escape Teil. Tatsächlich im nächsten Part. Wissen Sie, wie ich zur Affenstraße komme? Absolutes Masterpiece. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!